Die ersten Fotos von Emil, aufgenommen auf der Intensivstation. Kaum auf der Welt muss er beatmet werden. Vermutlich, weil seine Mutter ein Medikament bekommen hat, das in Deutschland gar nicht zugelassen ist. Man wird dann von dem Saal hochgeschoben auf die Station, wo Mütter mit ihren Kindern liegen. Und man liegt da ganz alleine. Und man fragt sich halt immer, was ist mit dem Kind? Und das ist einfach nur grausam. Die Nacht war die schlimmste, die ich je erlebt habe. Heute, 2 Monate später, hat die junge Mutter den ersten Schrecken verarbeitet. Doch wie leichtfertig die Ärzte ihr ein Medikament zur Weheneinleitung verabreicht haben, schockiert sie noch heute. Ich habe dann gutgläubig die Tabletten genommen. Beim zweiten Gabe fing dann sofort die Wehen an, richtig, ohne Pause, also ohne wirkliche Pause. Also es war eine Wehe, war Schluss. Und so wie die eine Schluss war, ging die nächste wieder los. Insgesamt schluckt sie 3 Pillen. Ausreichend aufgeklärt fühlt sie sich nicht. Und bei der dritten war ich eigentlich so neben mir, dass ich eigentlich nur noch gesagt habe, her damit, rein, gut. Muss halt. Ich habe überhaupt nicht reagiert. Also ich habe teilweise wie in einer Parallelwelt gelebt. In dem Moment, in den Minuten, in den Stunden eigentlich. Auch Sarah Rann hatte bei der Geburt ihres ersten Kindes einen Wehensturm. Und auch sie bekommt morgens und mittags das Medikament Zytotec verabreicht. Ein Präparat, das eigentlich gegen Magenbeschwerden entwickelt wurde, aber heute nur in der Geburtshilfe verabreicht wird, auf das Risiko der Patientin. Kurz vor der Einnahme einer dritten Pille beginnen die Schmerzen. Als hätte jemand eigentlich einen Anschalter gedrückt. Es kamen sofort Wehen. Ich wusste aber nicht, dass das Wehen sind, weil das mit so einer Intensität kam, dass man einfach auch nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Dann habe ich mich einfach nur rumgedreht, habe mich an der Wand abgestürzt und ich sage immer, meine Fingernägel krallten sich wirklich so in die Wand halt rein. Und das beschreibt es eigentlich am allermeisten. Ja, und was fühlt man da? Also man fühlt da einfach so ein bisschen Hilflosigkeit, weil man ist ausgeliefert in dem Moment. Man kann weder irgendwas steuern noch sonst irgendwas. Und da geht natürlich erstmal auch so ein bisschen die Panik los. Ne? Letztendlich muss Sarahs Tochter per Notkaiserschnitt geholt werden. Mittlerweile hat Sarah 2 weitere Kinder auf die Welt gebracht. Ohne Zytotec und viel entspannter. Susanne und Sarah sind keine Einzelfälle. Im Netz berichten viele Frauen über negative Erfahrungen. Meine Geburt mit Zytotec endete mit einem Plazentaabgang. Eine Horrorerfahrung und definitiv traumatisch. Ich dachte an dem Tag echt, ich sterbe. Ich bekam sehr viele Tabletten davon. Und meine Einleitung war die Hölle. Zytotec hat in Deutschland keine Zulassung für die Geburtseinleitung. Der Einsatz erfolgt als sogenannter Off-Label-Use, auf Deutsch zweckentfremdet. Für den Laien klingt das zunächst unfassbar. Tatsächlich sind zweckentfremdete Medikamente relativ weit verbreitet, weiß Dr. Michael Abu-Dakken. Es ist tatsächlich so, dass in den meisten deutschen Kliniken dieses Medikament angewandt wird. Und zwar genauso, wie wir das auch empfehlen, das ist also niedrig dosiert und eben unter guten Überwachungsmöglichkeiten. Es ist eine große Voraussetzung, dieses Medikament einzusetzen, dass die Frauen gut aufgeklärt werden. Also der Einleitungsgrund muss sehr eindeutig und klar sein und die Frauen müssen aufgeklärt werden darüber, dass dieses Medikament off-label ist. Zytotec wurde als Magenmedikament entwickelt und als solches zugelassen. Im Laufe der Zeit stellt sich als Nebenwirkung heraus, dass das Präparat die Geburt einleitet. Weil Versuche mit Schwangeren extrem teuer und ethisch fragwürdig sind, rechnet sich Forschung und Zulassung für die Hersteller nicht. Eine Pille kostet nur rund 60 Cent. Eingesetzt wird Zytotec trotzdem. Die Krankenhäuser besorgen es sich im Ausland. Das Medikament ist nicht gefährlich. Es ist wie in allen Studien nachweisbar sicher und hilfreich für die Geburtseinleitung. Frauen vermeiden dadurch Kaiserschnitte. Kinder können leichter und normal geboren werden. Man muss wie bei allen Dingen im Leben darauf achten, dass man es richtig dosiert. Man muss schauen, dass man gut überwacht und reagiert, falls das Kind oder die Mutter irgendein Problem bekommt. Weil aber eine Zulassung fehlt, gibt es für die Dosierung auch keine einheitlichen Standards. Von Klinik zu Klinik entscheiden Ärzte unterschiedlich, ob Zytotec zum Einsatz kommt und in welcher Menge. So schreiben Münchner Kliniken in einer Pressemitteilung.
Ein verantwortungsvoller, mit Schwangeren offen kommunizierter Off-Label-Use ist deshalb in der Geburtshilfe unverzichtbar. Andere Entbindungsstationen benutzen das Mittel nur als Reservemedikament, wenn andere zugelassene Medikamente zur Einleitung der Wehen nicht wirksam sind. Und in wieder anderen Kliniken wird Zytotec aufgrund der in Fachkreisen schon länger bekannten, seltenen Nebenwirkungen und Risiken generell nicht eingesetzt. Und sogar der Hersteller Pfizer schreibt auf unsere Anfrage: Die Anwendung von Arzneimitteln außerhalb der Zulassung wird von Pfizer nicht unterstützt. Was bleibt, ist die Verunsicherung vieler Patientinnen beim Thema Geburtseinleitung. Das stellt auch Katharina Deseri vom Mütterverband Motherhood e.V. fest. Es wird viel zu häufig eingeleitet, viel zu früh. Die Frauen werden nicht richtig aufgeklärt. Sie erhalten eine hohe Dosis. Und es fehlt an einer kontinuierlichen persönlichen Betreuung dieser eingeleiteten Geburten. Und wir brauchen eben verbindliche, gute, medizinisch fundierte Leitlinien für den Einsatz von jetzt konkret Zytotec. Für Aufklärung fehlt im Kreißsaal oft die Zeit. Schwangere sollten sich deshalb bereits vorab mit der Geburtseinleitung beschäftigen, um im Ernstfall eine wohlüberlegte Entscheidung treffen zu können. Dann rate ich halt einfach, wirklich das zu hinterfragen, was genannt wird in den Gesprächen, wenn von Medikamenten gesprochen wird, sich darüber nochmal ausreichend zu informieren und dass man dann einfach für sich abwägen muss, alles klar, was ist denn mein Weg und was möchte ich oder was möchte ich halt auch nicht. Richtig dosiert vertragen viele Frauen das Medikament ohne Komplikationen und es hilft ihnen sogar. Andere wiederum leiden nach der Anwendung unter Nebenwirkungen, wie Susanne Kirsten und ihr Sohn. Ich hoffe, dass man quasi das Medikament erstens mal, wenn nötig, besser testet oder kritischer einsetzt, besser mit den Eltern kommuniziert. Zytotec wird wohl auch weiterhin ohne Zulassung zweckentfremdet verwendet. Deswegen sollten Schwangere sich frühzeitig mit ihrem Arzt besprechen, damit die Geburt wirklich zum schönsten Tag im Leben wird.